Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern, begegnet einander in Demut, denn Gott tritt Stolzen entgegen, Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Werft all eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens. Wisst, dass eure Brüder und Schwestern in der Welt die gleichen Leiden ertragen. Der Gott aller Gnade aber, der euch in Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr kurze Zeit leiden müsst, wieder aufrichten, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Sein ist die Macht in Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, den ich für einen treuen Bruder halte, habe ich euch kurz geschrieben. Ich habe euch ermahnt und habe bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt. Es grüßt euch die mit ausgewählte Gemeinde in Babylon und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Heute feiern wir das Fest des heiligen Markus, der am Ende dieses Abschnitts aus dem Petrusbrief auch namentlich genannt wird. Petrus schreibt seiner Gemeinde in diesem Brief ganz konkrete Aufforderungen bzw. Umgangsweise im Miteinander. Zwei möchte ich herausgreifen. Da heißt es gleich am Beginn: Begegnet einander in Demut. Wer demütig ist, erkennt voll Dankbarkeit an, dass er auf Gott angewiesen ist und seine Unterstützung braucht. Wenn wir einander in Demut begegnen sollen, so könnte damit eine Begegnung in Dankbarkeit gemeint sein, in der ich erkenne, dass ich Unterstützung und Hilfe benötige. Der zweite Begriff heißt: Seid nüchtern und wachsam. Wer betrunken ist, kann nicht mehr aufpassen, ist nicht mehr aufmerksam, sondern müde und verdreht. Da geht man viel leichter jemanden auf den Leim, als wenn man klar im Kopf ist. Wir brauchen diesen klaren Kopf, damit wir den Widersacher, den Teufel, entmachten können. In all dem ist Gott mit uns unterwegs
und schenkt uns seine Gnade. Petrus sagt uns zu, dass Gott uns stärkt, kräftigt und auf festen Grund stellt. Das wünsche ich uns für diesen heutigen Tag, dass wir mit einem klaren Kopf in Demut und in Freiheit in die Begegnungen dieses Tages hineingehen und da und dort ein Stück Ostern aufblitzen lassen.